Servus, Leute! Wisst ihr was? Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder in seinem Leben schon mal irgendwann mal was richtig, richtig Dämliches gemacht hat. Ist einfach so. Ich war so letztens so auf Juna und hab einen Livestream gemacht und auf einmal hat eine Person gesagt, dass ich ihr Vorbild bin. Und dazu habe ich mich dann geäußert und hab gemeint, nein, ich bin doch kein Vorbild. Und auf einmal haben ganz viele drauf geantwortet, doch, doch, bist du, doch, 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 stirb! Spätestens nach diesem Video sollte ich nämlich nicht mehr euer Vorbild sein. Zumindest in Sachen Autofahren. Aber jetzt erstmal von Anfang an. Wie gesagt, saß ich am Samstag hier auf meiner Couch, hab ein bisschen auf Juna gestreamt und als der Stream fertig war, war ich schon ziemlich kaputt und müde. Ich musste aber noch ein Video schneiden, also habe ich mir gedacht, schneidest du lieber jetzt gleich, weil so auf morgen verschieben ist nicht so dein Ding. Und dann habe ich das gemacht und als ich damit fertig war, habe ich mich zum zweiten Mal auf die Couch gesetzt und habe gedacht, jetzt lasse ich den Abend aber mal richtig ausklingen. Das Dumme an der Sache war bloß, dass das Ganze ungefähr nur 10 Minuten gut ging. Denn danach hat mein Handy geklingelt. Ich lag da also schön auf der Couch, hab drauf geguckt und es war mein Kumpel Lars. Und ich hab gedacht, ne, das gebe ich mir jetzt nicht und hab ihn weggedrückt. 30 Sekunden später ruft er erneut an und dann habe ich mir gedacht, aus irgendeinem Grund muss er doch so dringend anrufen und bin dann dran gegangen. Was, wie sich im Nachhinein rausstellte, aber die dümmste Entscheidung ever war. Es war also 12:30 Uhr morgens und wie sich rausgestellt hat, war mein Kumpel auf einer Karnevalsparty in meinem Nachbardorf, das ungefähr so winzig ist. Also kam ihm die glorreiche Idee, den Christian anzurufen, was macht man auch um 12:30 Uhr morgens, und hat mich gebeten, ihn nach Hause zu fahren. Freunde, ich hätte ihn einfach jämmerlich im Schnee erfrieren lassen sollen. Und ihr fragt euch jetzt garantiert, welcher Schnee? Dazu kommen wir ja jetzt. Das ist nämlich das Lustige an der Sache. Bei uns hat es einfach die letzten Tage durchgängig geschneit. So hoch lag der Schnee und das wiederum habe ich total vergessen, als ich ihm zugesagt habe. Ja klar, ich hol dich gleich. Also habe ich mich angezogen, bin rausgegangen und stand dann erstmal so vor der Haustür und habe gedacht, Scheiße, es schneit ja. Dein Auto ist total zugefroren, die Scheibe ist total zugefroren, Auto ist voller Schnee und du brauchst Ewigkeiten, um erstmal das Ganze frei zu machen. Ja, so weit, so gut. Nach circa 20 Minuten hatte ich mein Auto also vom Schnee befreit, zumindest das, was ging, und hatte den Schnee hinterm Auto weggeschaufelt. Jetzt stehe ich hier. Assi zugeschneit. Mein Auto ist auch mega zugeschneit. Ich habe es gerade noch frei gemacht. Und die Straße ist halt mega glatt. Und jetzt muss ich halt irgendwie zum Lars fahren. Einziges Problem, wie eben schon angesprochen, war, dass ich mein Auto halt nicht komplett frei machen konnte. Vom Schnee schon, aber nicht vom Eis. Und jetzt war es einfach so, dass meine komplette Frontscheibe mit Eis zugefroren war. Jetzt war es halt aber so, dass ich vor ca. 30 Minuten meinem Kumpel am Telefon gesagt habe, dass ich in spätestens 5 Minuten bei ihm bin. Und zudem habe ich mit ihm einen Treffpunkt ausgemacht, zu dem er im Schnee hinlaufen sollte, damit er sich hinsetzen kann. Ja, es war eine Bushaltestelle. Diese liegt aber in einem Ortsteil, in dem kein Handyempfang ist. Das heißt, ich konnte ihn auch nicht anrufen, damit ich später komme. Und ich wollte ihn halt auch nicht noch länger warten lassen. Also bin ich ins Auto eingestiegen und losgefahren. Also momentan fahre ich so im Schneckenkriechtempo und meine Scheibe sieht so aus. Meine Scheibe sieht so aus. Ich sehe kein bisschen was, außer wenn ich da so durchschaue. Das ist natürlich geil. Also ich schwör's dir, die Nacht überlebe ich nicht. Ja, das ist schon beachtlich. Und jetzt ist es einfach so, dass ich von meinem Zuhause bis zu Lars Bushaltestelle nur circa 2 Minuten brauche. Und das habe ich gerade so geschafft, weil oben an der Scheibe schon was aufgetaut war und da habe ich so drüber gelinst, aber es war trotzdem noch sackschwer. Als ich dann aber bei Lars angekommen bin, hat es immer heftiger angefangen zu schneien und trotz irgendwelchen Frostschutzmitteln und sonstigen Versuchen ist die Scheibe zugefroren und beschlagen geblieben. Und dann haben wir uns halt dazu entschlossen, trotzdem weiterzufahren. Und jetzt zeige ich euch das Video, was bei dieser Fahrt entstanden ist. Achtung! Lars und ich kennen uns schon seit Ewigkeiten, das heißt ziemlich lange. Und ziemlich gute Freunde sagen schon mal seltsame Sachen zueinander. Das heißt den Satz, Christian, halt die Fresse, meint er gar nicht böse, sondern eher nett. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh, die Scheibe ist ja auch beschlagen. Ich sehe schon wieder so gut wie gar nichts. Hallo. Ich hasse alles. Halt die Fresse, hör auf mich so viel. Dann bleibt uns halt nur noch eine Möglichkeit, die wir fahren. Ey, Klasse, halt die Fresse! Kupplung! Ja, hab ich! Ja, ist! Ja, okay.
Alter, das geht niemals gut. Wir werden halt eng sterben. Ich mein Gesicht. Sag, wenn du den dritten willst. Ja, dritten. Ja, Kupplung. Ja, hab ich. Ja, ist Ritter drin. Halt die Fresse! Ich hasse dich, so brutal. Ich hab wie so ein scheiß Wildschwein jetzt vors Auto nennen. Das ist richtig top. Das ist eigentlich ganz geil so. Halt die Fresse. Ich will, halt einfach da die Fresse. Kommt jemand entgegen. Oh nein. Alter. Sieht sehr gut aus. Warte. Ja. Okay. Ich kann. Fuck! Halt die Fresse! Ist alles gut, Ja! Ich glaube, bevor wir sterben, machen wir das Video aus. Nein. Ja, haben wir es also geschafft und irgendwann die Kamera ausgemacht. Ich weiß gar nicht, warum man so etwas filmt, vielleicht für die Nachwelt, falls irgendwas passiert wäre, dass man sieht, oh, was für Idioten, aber sei es drum. Jetzt bleibt aber noch eine wichtige Frage im Raum stehen. Wie oft hat Lars auf der gesamten Fahrt gesagt... Halt die Fresse. Kein Spaß. Oder hat jemand von euch da draußen mitgezählt? Dann könnt ihr es mir gerne da unten verraten. Denn eigentlich hätte ich jetzt gerne von euch da draußen, dass ihr mir unten in die Comments irgendeine dumme, dämliche oder verrückte Geschichte von euch selbst reinschreibt. Kann auch in Kurzform sein, aber ich finde es einfach lustig, mal sowas durchzulesen und zu schauen, was andere so erlebt haben. Also, was lernen wir aus diesem Video, Leute? Richtig, sei immer für deine Freunde da, außer es schneit und deine Scheibe ist zugefroren und es ist glatt. Denn das ist auch gleichzeitig die zweite Lehre aus diesem Video. Fahr niemals so Auto, wie ich es getan habe. Ich würde es viel lieber mal von euch wissen, hat euch das Ganze denn gefallen? Also praktisch so eine Real-Life-Story von mir. Dann könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben geben. Würde mich sehr freuen, auch für die Tatsache, dass ich überlebt habe. Und wenn ihr jetzt noch weitere Videos schauen möchtet, dann könnt ihr zum einen gerne hier klicken. Denn dort kommt ihr zu meinen peinlichsten Kinder- und Jugendfotos. Oh je. Yeah. Oder ihr gönnt euch das Video hier. Dort geht es um die drei schlimmsten Probleme der heutigen Generation. Oh, wow, wow. Und für alle, die mobil unterwegs sind, das heißt am Smartphone, stehen die Links unten in der Infobox verlinkt. Genauso wie der Link zu meinem Shop und meinen fantastischen Bändern. Und dann würde ich mal sagen, alle weiteren Infos zu mir gibt es auf meiner Facebook-Fanpage, meiner Twitter-Page oder meiner Webseite christus.de. Links sind ebenfalls unten verlinkt. Und dann sieht man sich im nächsten Video. Tschaußen!